Willkommen zurück! 3. Seid ihr bereit? Wo, in welche Richtung mussten wir nochmal? Hier, ne? Gehen wir hier in die Richtung. Zum alten Lager. Euch was zeigen. Ich wollte euch was zeigen. Achso, ja, zeig ich. Steine. Ja, genau, ich wollte euch Steine zeigen. Nee, Stein, das ist ein kleines Stückchen, aber das wird sich euch richtig lohnen. Ah, warte, Ausdauer. Das wird auch hochgehen. Und da könnt ihr halt auch reparieren. Noch mehr Steine, geil. Und Wölfe, geil. Oh. Ist, Danke, hier hat so eine. Lohnt. Hey, Level Up. Ist so eine Safari, ich weiß nicht so. Waffee hat sich gelohnt. Steine und Würfe. Ja, das lohnt sich echt für euch. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich habe mich aufgepasst. Echt zu weit gelaufen? Ist ja krass. Sie ist auf der Karte, aber mich wundert es, dass nicht so weit, also dass es nicht so schnell nachkommt. Chaos Mund. Also so wie Face Mund. Hey, ein Reh. Das ist ein Hirsch, Mann. Ein Hirsch. Und König. Elchkönig. Was steht denn dort? Oh, waren zwei. Lol. Und das geht aber nicht runter. Zwei. So, jetzt hier links hoch. Ja. Und dann seht ihr erstmal das Eisenparadies. Eigentlich. Ich habe hier schlechte Erinnerungen dran. Hier ist irgendwo damals in der Early Aces. Ist. Guck mal überall, wo das Eisen hier ist. Mhm. Aber nehmt das jetzt nicht mit, das ist. So viel kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Eisen, Popeisen. Überall, hier. Ich bin hier mit der gehärteten Spitzhacke durch und hatte über 1000 Eisen. Ja. Das ist schön. Ich habe hier aber schlechte Erinnerungen dran. Ich bin hier einfach abgestürzt damals. Wurde auch immer, dass die Programme dann ausgefallen sind. Ne, ich komme nicht mit drauf. Nicht? Ja, ich nicht. Kommst du mit drauf? Ich traue da nicht. Du musst doch wissen, das ist doch mittlerweile ausgekommen, das Spiel. Vertrau dem Spiel mittlerweile ein bisschen. Oh, hier kommt er wieder hoch. Mir ist heiß. Schickst du wieder hoch? Jetzt kann er wieder hoch. Schick den schon hoch. Alles klar. Also, dann dürften wir ja schon fast in die. Guck mal hier in die Hackies. Hinein. Überleisen. Ich bin schon Stufe 52? Kann das sein? Welche Stufe bist du nochmal, Bio? 60. Ah ja, 60 war der Stopp, ne? Alter, wie viel Eisen? Ja, ne? Alles nur von hier oben. Deswegen habe ich auch den Weg. Ich konnte da alles nachher nicht mehr tragen. Wer ist denn das da? Das ist der Gerd. Gerd, was machst du da? Der brutzelt. Und das ist, Susanne. Bob. Franz. Achso, nee. Gerd und Franz. Ah, Franz. Aua. Faye? Du hast noch deine Hörner an. Der Weg ist sogar schön markiert für Faye. Hast du den markiert gehabt, oder war der so? Ja, das hier habe ich gemacht. Achso. Ich hoffe, das sieht so ein bisschen aus. Ist halt auch überall Eisen. Kohle. Hast du dir gedacht, wenn die Fee wieder sich verläuft? Ja, ich meine, so findet sie halt auch mal direkt zum Eisen. Oh nein, Skorpione. Die sind giftig, ne? Aber die sind nicht so stark. Ich muss mal einen trinken. Was denn? Fee, was ist? Hallo? Ausziehen ist heiß.
immer noch heiß. Echt? Heiß? Ich keine Ahnung, was die hat. Mir ist heiß. Die Temperatur Anzeigung. Ja, ja. Das ist bei mir in der Mitte. Hast du das hier gebaut? Vielleicht. Wartest du Langeweile? Ja, wie gesagt, ich hatte. Verderbnis lässt nach. Wieso für Verderbnis? Ach so, wegen dem Tänzer. Eine Tänzerin, endlich! Warte, komm mal mit. Ich komm mit, Johnny. Ich hab einen Tempel ausgebaut. Aber ich weiß nicht, also. Ich weiß nicht, ob das für YouTube schon zulässig ist. Was denn? Wo denn? Wo bist du die denn? Die neue Rüstung von Derketo. Hier hinten durch. Hä? Wo? Hä? Oh. Hm. Oh. Wo ist mir so heiß? Werkbank, Rüstungsmann. Doch, das geht aber. Ja, fast gar nichts an. Nee, das ist die neue Rüstung. Also das Oberteil ist die neue Rüstung von der Gottheit. Der neuen. Hey, die sind nackig. Was? Das sind Peepshow-Girls. Ja, echt? Die tanzen auch noch. Haben wir denn? Guck mal hier, warte. Geh mal rein. Ich hab auch einen kleinen Vorratslager. Achso. Wo ist... Wo ist der Bio denn jetzt hin? Was zu essen. Hä? Hier, guck mal. Schatzkammer. Gesperrt? Ist sie gesperrt? Nö, die ist doch eigentlich offen. Da steht doch gesperrt. Freischalten. Öffnen. Aber ich konnte, glaube ich, trotzdem... Mach nochmal gesperrt. Du bist ja nämlich aus dem Bleichen eigentlich, oder? Ja, warte, ich versuche einfach mal was zu kauen. Hier Fass. Alles klar, ciao. Gold. Ja. Jetzt in Gold mit. Wo finde ich denn bitte schön? Aber wie hast du denn das jetzt gesperrt? Rechts, E gedrückt halten. Ach so. Dann ist das Freischalten. Wo finde ich denn die Rüstungsbank? Bitte? Rüstungsbank. Nicht Rüstung, Waffen. Die Waffenbank steht doch auch dort direkt an der Rüstungsbank dran. Was ist denn? Ich weiß gar nicht. Hier vorne, das. Das müsste man Werkzeug-Ding ist. Ja, hier oben kannst du hoch. Was die? Oh, Alter. Rüstung? Hier. Was ist die Handwerk? Das, nein, hallo. Das ist nur die Rüstung, die einfache. Hier hast du die richtige Rüstungswerkbank. Da hast du die richtige Waffenwerkbank. Achso, Rüstungsmacher, ich brauch mal eben. Was haben wir denn da? Sternmetallbarren? Mhm. Die habe ich von den Typen da, von diesen Untoten. Von diesen Untoten? Wir haben es freiwillig abgegeben, weißt du? Ja, ja. Ich hab die nett gefragt. Hä? Uralter Streitkolben? Aber das ist nicht meiner. Das ist meiner. Achso. Aber warte, ich hab noch. Fee. So, Johnny, warte, komm noch mal mit. Ich weiß, ich hasse mich dafür, weißt du? Warte. Fee. Ja. Komm mal. Der hat eine Haare in mir. Ja. Hier, komm mit. Wo? Hier, komm mit. Komm mit. Der beschäftigt Frauen. Er hält Frauen gefangen. Siehst du mich noch, Faye? Hast du mich noch? Siehst du mich noch? Guck mal da, die Frauen. Ja. Guck mal, da wackelt's. Ach du Jemine. Ah, guck mal, und der sitzt hier auch noch dann, weißt du? Mein Thronraum. Da sitzt er dann auch noch da, weißt du? Hier oben ist übrigens das richtige Lager. Und der die Schatzkammer. Hier. Warte. Hey? Achso. Aber wieso ist mir heiß? Ich hatte auch gerade einmal kurz heiß und jetzt ist es wieder weg. Guck mal, hier hat er sogar eine Schatzkammer. Na. Schatzkammer. Ah. Gut. Komisch, das Gold und das Silber ist direkt weg. Nee, das war ich nicht. Nee, nee. Ich bin direkt die Rüstung geklaut, ey. Du mir die Rüstung. Bei mir heiß ist. Okay. Okay. Mir ist das egal, kannst du gerne haben. Oh. Die ist ja für. Ja, ihr könnt hier alles haben, das ist nicht meins. So rein. Warte mal, hier oben hatte ich eigentlich. Auch eine Spitzhacke für dich.
gehärtet. Jetzt ist mir nicht mehr heiß. Und Waffen für euch, wenn ihr irgendeine wollt. So, ich hab doch diese, oder sind die... wo die denn? So gut? Hier oben. Bei den Nackten dran vorbei. Hier, guckt in den Kisten rein, ihr könnt ja nehmen, was da... Gehärtete Stahlspitzhacke habe ich auch gerade gefunden gehabt, bei den Leuten da. Die habe ich gefunden. Ja. Hier hast du auch noch ein paar, hier außergewöhnlich gehärtete Stahlkriegsaxt. Und für dich ein außergewöhnliches Sternmetall-Großschwert. Das hat alles der Typ da unten hergestellt. Für wen ist was? Ich nehme das Schwert. Das Großschwert ist für Johnny. Das ist ein Zweihand. Und für mich dieses Stahlkriegsaxt wahrscheinlich, ne? Ja, oder die andere Axt. Mir ist egal, welche besser ist, ich weiß es nicht. Wir gucken. Man muss so gucken, was ich... Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss mal eben meine Waffe ab. Ich habe ja nur die eine. Also ich habe die schwarze. Die macht... Übrigens auch mal repariert werden muss. Rüstungsdurchbringen, Gesundheitsschaden 52. Schwarze wäre besser. Was macht meins? Und wie sie, ich finde das eigentlich ganz cool hier, der Spot. Ja. Hier ist auch ein Ding. Ja, ich weiß. Da siehst du den großen Brunnen. Ah, hast du jetzt einen größeren Brunnen oder was? Ja. Was bringt der? Ich hab mal gedacht, direkt gönnen. Ja, der hat mir was schon. Achso, gehen die irgendwann leer oder was? Ja, wenn du zu viel raustrinkst. Also, das ist eigentlich halt, wenn du für mit mehreren Leuten spielst. Ich hab keine Spitzhacken. Die Spitzhacken sind oben in der kleinen Holzkiste, die auf der großen Holzkiste steht. Direkt ganz links. Ja, und in der hier sind Betten für euch. Wo? Eigentlich, hier ist eins. Und alte Axt. Das ist noch nicht gebunden. Alles klar, jetzt ist es gebunden. Hier steht halt auch noch eins. Davon habe ich mittlerweile zwei. Kannst auch das nehmen, mir ist das egal. Ne, die Frau, die braucht ja immer, weißt du, eine Truhe direkt vor ihrem Bett. Achso, ich bin ja auch eine Frau. Ich hab diesmal auch ein bisschen dekoriert. Was kann man denn da mit dem Bierfass machen? Ach ne, ist nur Deko. Das ist glaube ich anders. Hier hinten, du musst einmal mit dem Ding rüberfahren. Da unten steht ein Bett. Nee, hier drüben. Ich schick dir schon einen Rüberfee. Achso. Links, auf der rechten Seite von dir. Hier ist halt direkt die Küche auch noch in dem Hauptgebäude. Und Kühlschrank. Viel zu viel Zeit. Ja, hatte zu viel Zeit. Ja, aber das ging nachher schnell. Wir hatten ja, ich war ja schon bei den verbesserten Werkzeugen. Und als ich den Eisenspot gefunden habe, hatte ich halt keine Probleme mehr mit Stahl oder gehärtetem Stahl. Das stimmt. 1000 Eisenerz ist echt krass. Wüstenball. Ich habe wahrscheinlich die Spitzhacke genommen, die du genutzt hast. Ich? Fast verbraucht. Ich? Nö. Achso. Ja, aber die, ich weiß, die hatte ich gefunden gehabt, aber die können wir hier reparieren. Ich habe gehärtete Stahl hier. Ich habe doch gerade gehärteten Stahl auch noch. Wo seid ihr denn getan. Jetzt? Hi, Phil. Hast du das Bett jetzt genommen? Welches? Nein. Hier, komm hoch. Das ist meins. Hier ist nur eins frei. Ich habe mit einer Kiste. Genau, ich habe dir sogar die Kiste gelassen. Weil wir kennen die Frauen ja, weißt du? Ja, ich wissen es mal eine Pfeile und so rein tun. Wo ist der Bügel denn jetzt hin? Ich sitze hier. Hä? Hinter dir. Ja. Ach da! Ja, mit dem Sitzen. Wie sitzt man überhaupt? Einfach nur einmal E drücken. Ich schätze mal. Ah, jetzt. Gerade ging das irgendwie nicht. Ach ja, ich wollte mal eben was reparieren. Das geht. Hä? Nur und da drüben probieren. Moment. Ah, jetzt geht das. Komisch, gerade saß ich nämlich nicht. Ja. Alle drauf da. Das geht schon. Aus dem Fall war nicht so tief. Eben. Ja, du musst drücken. Achso. Diese. Ja. Hier ist ja auch gerade gebaut, ey. Tag, Hugo! Wie geht's dir? Heiß ist mir. Alles klar, mir ist heiß. Ich kann meine noch nicht, ich kann die Spitzhacke nicht reparieren. Kannst du mal eben, weil ich hab doch noch ein bisschen dafür.
Ich bin unterhalten. Bio! Ja, was? Kannst du meine Spitzhacke mal eben. Achso, Entschuldigung, ich hatte dich akustisch gar nicht verstanden. Ja, kann ich machen. Auf Beweglichkeit ist der Bio lang gegangen. Ich mach Wieso geht die Hitze nicht runter? Das, das hab ich auch. Ja, ja. Ding ist fertig. Ja. Komisch. Auf Stufe 5 bei Vitalität hast du nachher empfänglich erhöht die Heileffekte durch Verbrauchsobjekte und Tänze um 100%. Ja. Fee, komm mal mit. Für Johnny ist das uninteressant, aber der kann trotzdem mitkommen. Dann zieht er das. Ja, im Kühlschrank. Was denn? Wo seid ihr denn? Ja, oben sind zwei Kühlschränke gewesen in der Küche. Achso, wo seid ihr denn jetzt? Weiter hier zu diesem Konstrukt, was so in der Nähe liegt. Ne, rechts von dir. Ja, wo ist rechts? Da! Ja, Richtung Zelt. Der andere rechts! Oh, und vor dem da müsst ihr euch in Acht nehmen, wenn er Bäume fällt. Vor dem da. Das ist ein uraltes Rhino, das ist ein Boss. Oh, also drauf oder was? Der ist extrem stark. Ich hab da sogar mit dem Katapult, was da hinten links steht, drauf geschossen. Mit einem Katapult. Ich glaube, hier gehen wir besser. Oh! Mit denen könnt ihr reden. Mit den Geistern? Nee, also. Wollte erst den Geistern hinterher. Naja, die waren aber auf einmal weg. Aber irgendwann, mit irgendwann wem konnte ich interagieren, aber ich weiß nicht mit wem. Ich glaube, hier oben. Passt auf, dass er nicht runterfällt. Hast du das hier gebaut, ne? Nee, das habe ich nicht gebaut. Hier oben sind Kochrezepte. Sitzen ja Leute. Sind da deine? Nee, das rausgerissene Tagebuchseite. Wo denn? Diese verfluchte Hitze! Fleisch verdirbt hier schneller als ein Chemiet, Chemiet aus dem Schlacht fliehen kann. Meine Suche nach der Essenz des Reinaromas hat mich hierher geführt, aber ich fürchte, in dem Glutofen komme ich nicht weiter. Das ich gelernt habe, steht auf der Rückseite des Tagebuchs. Einige Dinge sind nützlicher als andere. Wo seid ihr denn jetzt hin? Sind die bösartig? Seid ihr jetzt runtergesprungen oder was? Seid ihr jetzt runtergelaufen oder runtergesprungen? Ich habe mich runtergerutscht an diesem großen Pfosten, der da war. Aber mit was konnte ich denn jetzt gerade interagieren? Ich bin hier reingekommen und konnte interagieren. Ach, hier! Hier ist noch ein Tagebuch oder so. Ah, hier. Oh. Ich fühle mich nicht gut hier. Ich weiß nicht, was den Baumeistern widerfahren ist, die dieses Werk begonnen haben. Aber aber ihr Schicksal war mit Sicherheit nicht angenehm. Braga ist auf dem Gerüst geklettert, hat sich auf einen Antilope gestürzt und ihr brutales Genick gebrochen. Morgen setzen wir unsere Reise nach Westen Richtung Ruinen fort, aber heute Abend speisen wir wie Könige. Was denn? Hier konntest du Mitra erlernen. Hier am Tempel, oder was? Ja. Na ja, gut, kann ich nicht erlernen. Doch, kannst du, wenn du die anquatscht. Ja, nein, aber er hat ja schon Mitra. Er hat ja schon Mitra. Reden. Deswegen habe ich ja gesagt, das ist für Johnny uninteressant. Ja. Einst für dich, habe ja. ich mich dem göttlichen Worten verschlossen. Wie du zogst, ich... Aber Mitra hat mich auserwählt, er sprach zu mir, gab mir eine Bestimmung. Ich verstand die Natur der Aufgabe nicht, für die ich auserwählt worden war. Das ist bis heute so geblieben. Aber das ist Glaube, oder? So, Emote lernen. Bei Mitra. Gelernt, bei Mitra. Auf Wiedersehen. Kann ich dich anquatschen? Faye schon wieder weg. Den nur halt nackte Männer gesehen. Was ist dieses goldene Leuchten denn da, Bio? Das ist von dem höchsten Tempelstufe. Das ist mein Tempel, der leuchtet. Ach so. Das ist ein Geist.
Was macht der? Oder setzt sich da hin? Da ist noch ein Tagebuch. Nee, der hat sich ja hingelegt. Hier ist noch ein Tagebuch. Ja, ja, habe ich doch schon vorgelesen, aber du warst ja am Quatschen. Und Erfolg. Sieht cool aus. So, wo wollen wir jetzt hingehen? Reingehen? Wie seid ihr denn jetzt? Erstmal, also wir gehen jetzt zum. Also versuchen Richtung Dungeon zu gehen. Aber wir gehen halt über so ein kleines Örtchen. Oh, Fame, bist du da? Ah ja. Wir wollten nur Essen mitnehmen, oder? Ich hab noch Goldstoff halt und Silberstoff. Wo soll ich denn das denn hin tun? Gold warte, hier zu dem Alchemisten-Ding. Warte. Wo bist du? Da. Da bist du. Du hattest oben gesagt, hast du eine Küche, ne? Ja. Ne, Kühlschränken ist Essen. Hier rein? Ne, da rein? Ne. Warte. Ne, hier, Entschuldigung, in dem Ding hinten. Ah, da. Goldstaub. Ich hab schon gefunden. Und Silberstaub. Ich hab auch noch. Was hab ich denn noch? Ich hab so viel Samengedöns und Harz. Kommt Harz aber auch hier rein? Fleisch. Hä? Ne, da in dem anderen Kühlschrank. Kristalle kann ich auch bei dem Alchemisten hin, ne? Ja, ich glaube schon. Was ist denn graublütige Lupine? Da habe ich 6 Stück von. Irgend so ein Farbzeug. Ja, krieg ich da Alchemist. Und Harz? Wo kommt Harz hin? Mal eben was aufteilen. Wo kommt denn Harz hin? Bio. Ich nehme mal die Nashornkopfsuppe mit. Schafft ihr mehr Belastbarkeit. Ich habe noch Stahlverstärkung. Die tue ich einfach hier mit rein. Da ist rohes Essen drin. Das ist der... Ach, das ist das Eis. Wie lange hält das dann? Klick drauf, dann siehst du es. Oh. Alter. Hier willst du Eistee? Da ist Eistee in dem Kühlschrank. Wo, hier? Ne, hier in dem Kühlschrank. Hier ist ein Geschirrschrank. Aber der obere. Nur Kräutertee sehe ich. Hier, in dem hier, wo ich vorstehe. Der andere hier! Okay, probieren wir mal. Blut ab, regeneriert. Ich bin voll. Was ist denn dort? Achso, das fehlt. Ja, also von mir aus. Wenn der Bio, der. Was? Der Herr sich jetzt auch voll gefuttert hat. Ja, ja, ich bin voll. Ich warte. Wie? Kann ich mir so. Was hast du denn jetzt an Fressen mitgenommen? Komm mit hoch. Ja, ich bin ja oben. Was habt ihr denn jetzt mitgenommen? Nashornsuppe solltest du auf jeden Fall mitnehmen. Wo ist die? Hier drin? Ja, genau. Achso, ich geh mal weg davon. Nashornsuppe. Das ist das, die rote Suppe mit dem Ding. Ja, und dann kannst du dir noch irgendwas anderes zu essen mitnehmen. Und am besten diese Kräutertees, die haben eine erhöhte Heilrate. Warte, ich muss hier erstmal aufteilen noch. Mehr aufteilen. Ja, gut. Dem Kühlschrank okay. War auch Kräutertee. Ich habe aufgeteilt. Ich habe, was sind da 25 oder was? Das sollte ja wohl reichen. Muss ich. So. Guck mal, mein Schwert leuchtet sogar. Wo ist der Bion jetzt hin? Der ist schon wieder draußen. Bietet auch Sternstahl. Was? Bietet auch Sternstahl. Aha. So, von so Meteoriten. Die Axt ist aus gehärtetem Stahl. So, dann gehen wir vor, Bio. Aber das ist die gleiche Axt. Die... Ja, nicht wahr? Das... Oh. Warte, ich trinke einen Schluck. Genau in die andere Richtung. Ja, erstmal trinke ich einen Schluck.
Hier ist auch ein Brunnen. Also nein, kleiner. Stopp, ja genau. Brunnen. Real, meine ich. Ach so, oh. Entschuldigung, ich muss auch mal was trinken. Stimmt, trinken ist eine gute Idee. Meine Maxomixi ist schon so ein bisschen, ist keine echte Maxomix, aber. Billig gekauft. Was? Ich habe hier dieses 7-Up Moment. Hoppala. Da ist dieses, was ist denn das hier? Dieses Freeway. Aber 7-Up ist lecker. Nee, 7-Up ist kein Freeway. Nee, warte, ich hab mal. Achso. Hör mir doch mal einmal zu, Mann! Was? Hm. Hier willst du das hier mal ausprobieren? Was? An irgendeiner Pflanze. Was ist denn das? Was ist denn da? Das ist hier. Was ist denn das? Ey. Was ist denn das? Der hat jetzt Stahlsichel. Er hat jetzt Stahl. Muss man hier an Aloe Vera oder so ausprobieren? Kriegst du wahrscheinlich das 10-fache raus. Weiß ich nicht, aber einiges. Warte. Oh ja. Das bringt ein bisschen mehr. Ich alter Kräuterhitze. Hexe. Hetze. Ich bin ein Kräuter. Bringt bestimmt aber auch mehr Fasern. Ja, halt an Faserdinger. Und auch Samen. Kriegst du bis zu 2-3 Stück. Während du bei Handpflücken meistens nur einen kriegst, wenn überhaupt. Ja. Das heißt, es ist eine Schlange. Ja, es sind Schlangen. Noch Schlangen gehen da noch. Sind aber giftig, ne? Ja. Skorpione auch. Okay. Sollen wir zum alten Bekannten gehen oder sollen wir den kurzen Weg zum Dungeon? Den alten Bekannten heißt? Der aus dem Intro. Ja, komm, dann gehen wir zum alten Bekannten. Oder über den alten Bekannten, nein. Über den drüber. Wie gut ist deren Gift eigentlich? Weiß kann ich auch kein Gebäudeteil verbessern. Ich fand das noch lernen. Doch, mit dem Reparaturtopf. Also ich glaube mit Reparaturhammer. Jetzt. Ja, aber ich kann es glaube ich noch nicht. Ich kann den Hammer gleich. Weiß ich nicht. Oder die beiden damit tot. Einfach nur. Warum hau ich ihn nochmal weiter drauf? Ziegel bauen sollst. Also ja, Ziegel. Daraus ist das eine Haus hier aus Ziegel. Da oben bin ich drauf geklettert. Da oben rechts auf diesen gebogenen Fels. Und was hattest du dann gehabt? Da oben sitzt ein Typ, der lehrt dich eine Religion. Irgendwie Bergmann oder. So einmal hoch. Da hoch? Nee, da hoch doch jetzt nicht. Ich bin fast gestorben, also ich bin bestimmt zweimal gestorben oder so. Da, ganz oben. Okay. Ja, ganz oben auf das Ding in der Augen. Da, auf dieses Schräge. Wo gehst du denn jetzt hin, Bio? Wir müssen hier runter. Achso. Glaube ich. Wenn er sagt, glaube ich jetzt. Oh, ich habe Schaden genommen. Echt? Ja, oh, ich auch. Macht deswegen hat die sich beschwert. Wir heilen ja Gott sei Dank. Irgendwann. Dauert ein bisschen. Naja. Namenlose Stadt. Müssen wir kurz hier so ein bisschen durch. Die namenlose Stadt. Da seht ihr die Stadt. Da drin sind überall Drachen. Erkunde die namenlose Stadt, steht da. Warum ist das hier so sandig, dunkel? Verflucht, glaube ich. Achso. Mann, hier war doch irgendwo mal ein Durchgang. Nein. Und das ist halt Intro? Ja. Was? Nee, den meine ich nicht. Zu dieser Stadt wollte ich nicht. Achso. Kletter einfach rüber. Keine Ausdauer mehr. Hier ist ja eh. Dreht schon tot. Warum liegen hier denn so viele Knochen? Das ist wie im Intro. Jetzt ist so hell hier. Halt diese große, gefürchtete Stadt. Für uns. Wo ist die?
Hinter uns, da sind wir gerade so ein bisschen, also so. Ach so! Ach so. Aber das war jetzt nur der Außenrand. Die richtige Stadt befindet sich im Mittleren. So, wollte ich mich gerade sagen. Da sollten wir wahrscheinlich noch nicht hin, ne? Können wir versuchen, aber dann sollten wir einen Tänzer mitnehmen. Ja, wollte gerade sagen, normalerweise sind wir doch dann, graben die sich ein? Aber ja. Und dann kommen sie raus und werfen euch um. Da ist die Stadt, zu der ich wollte. Ja. Mal eben kurz. Oh. Können die sich denn auch so eingraben? Mal eben kurz nachtönen. Ja. Können die sich auch so eingraben, die Skorpione? Weiß nicht. Also die hier, diese Steinnasen, die können das. Ja, Steinnasen? Hier diese auf vier Hufen, diese Pferde oder Rehe, die ach so, aus, so, aus Stein so sind. Graben sich ein, dann gucken ein bisschen vom Rücken raus und dann sieht das aus, als wäre das so ein Stein, der da rumliegt. Ich glaube, die werfen aus der Erde raus. Hallo? Guten Tag. Wir müssen ein bisschen weiter rechts. Ja, Entschuldigung, er hat angegriffen. So. Was soll ich machen, ey? Ah, die Viecher. Aber die sind jetzt nicht im Stein eingegangen. Ach so, hier die. Ja, da ist er mal einer eingegangen. Ne, ist doch nicht eingegangen. Oh, waren zwei. Oh, schon wieder. Ich hab irgendwie. Oh, ich glaube, wir müssen klettern, das ist eigentlich nicht beabsichtigt. Ja, dann lasst er so eure. Was? Sperma? Nee, Spermeru. Die Stadt der. Was? Der Reliquienjäger. Also keine Sorge, lasst eure Waffen eingesteckt. Sagt er. Ja, natürlich, hier, guck. So. Weil ich muss mal in meiner Ausdauer einmal ein bisschen. Kann man hier auch mit Leuten reden? Warte, ich zeig's dir. Ja, seht. Und da bin da. Wo seid ihr denn alle? Mit dem kannst du glaube ich nicht, oder? Hallo? Wo seid ihr? Alter. Hier zum Tempel. Doch, drücke E zum Interagieren. Tempelviertel. Ja, aber der ist sich gerade am Unterhalten, deswegen geht er vielleicht nicht. So, hier steht zwischendurch generell mal irgendwie E, ich weiß nicht wieso. Ich hab kein E da. Oh. Die Tänzerin. Oh, hallo? Welche? Hallo. Wo? Wo denn? Das ist die Tänzerin, die steht hier hin. Meine! E zum Interagieren. Nein, das ist ein Geist. Ach so. Ach sie. Oh, ein Tagebuch. Dir ein Tagebuch, Nummer 1 ist das. Der alte Häuptling dieser Mistkerl liegt im Sterben und ich kann ihm kaum helfen, da ich keine Kenntnisse der anerkannten Künste oder der Medizin habe. Ach, arkane Künste. Mein Wissen auf dem Gebiet der Schlafzimmerakrobatik wird dem alten Narren in nichts helfen. Das finde ich gut. Faye, folg mir. Es bräuchte. Ja, es brächte ihn eher noch näher an die Grenzen oder wäre sogar sein Ende. Ich frage mich, was wohl aus mir wird, wenn er stirbt. Immerhin, sein Sohn Kamil ist stark und nicht sonderlich intelligent. Wenn ich meine Karten gut ausspiele, kann ich vielleicht weiterhin in dieser Zukunft bleiben. Ich werde ihm wohl einen nächtlichen Besuch abstatten, um seinem müden Geist und seine erschöpften Muskeln Entspannung zu bescheren. Der Gedanke dabei, ertappt zu werden, ist irgendwie anregend. Die Aussicht auf Rad allerdings, auf das Rad allerdings weniger. Ich muss vorsichtig vorgehen. Dirn Tagebuch, Teil 1. Wo seid ihr denn jetzt hin, ihr? Achso, da, ja. Schweigt ihr euch jetzt gegenseitig, Jorgen? Nee. Was ist denn hier? Cone! So du lebst also und wir begegnen uns wieder. Verderbnislesner, sag, hattest du ausreichend Gelegenheit, dich umzusehen? Hast du genug von diesem Land der Verbannten? Es ist noch nicht zu spät, wieder gekreuzigt zu werden!
Jeder Narr kann sehen, dass du Antworten brauchst. Für die Geister an diesem Kreuz genagelt, ein verfluchtes Amon, das dich hier gefangen hält. Alle trachten danach, einander zu töten. Ich sollte euch alle eurem Schicksal überlassen. Ich vertrage keine Zauberei. Gib mir einen Feind, den ich mit kalten Eisen schlagen kann. Pah, ich bin noch eine Weile hier. Der Wein schmeckt nach gekochter Kamelpisse und das Brot besteht zur Hälfte aus Käfern, aber ich fühle mich halbwegs wohl. Wenn du Fragen hast, frag. Ich kann ja nichts fragen. Einfach weiter halt auf Reden drücken, der sagt andere Dinge. Ach so. Ich bin eine Weile herumgewandert, nachdem ich dich von dem Kreuz geholt hatte. Im Süden fand ich verzweifelte Seelen und Dafari-Kannibalen. Im Osten Affen, die wie Menschen durch die überwucherten Ruinen der uralten Stadt spazierten. Ich fand ein Amphitheater, in dem uralten Toten wandelten und die Erinnerung an längst vergangenen Schlachten in den Sand. So war zu schnell. Es stank nach Zauberei. Ich bin weit gereist und habe viel gesehen. Vom glitzernden Eis von Asgard bis zum weitläufigen Dschungel der schwarzen Könige. Ich war Dieb, Pirat und Söldner. Doch nirgends sah ich Götter, wie ich sie in diesem Lande sehe. Diese Avatare, die nichts als Zerstörung hinterlassen. Das sind keine Götter, sie wünschen die Menschen... Was? So wünschen sich Menschen die Götter als Waffe. Okay. Es gibt eine Frau, ich habe sie vom Kreuz befreit, genau wie dich. Dem Bio? Ich bin ihr Spur durch das Land der Verbannten gefolgt und ich habe hier nun um wenige Stunden verpasst. Sie war aufgebrochen, um einen Kartenraum zu suchen und einen Weg, sich auf dem Land der Verbannten zu befreien. Ihre Spur endete im Kartenraum, sie war fort und all ihre Gefährten niedergemetzelt. Da war aber nicht die Dirne. Hör mir zu, wenn die Kunde von Rasman auf Schämen hast, sag es mir.